für dieses Stück. Aber wer weiß schon am Anfang seiner Arbeit, wo er am Ende ankommen wird? Wir wissen ja nicht mal, wie wir in 5 Jahren diese Gesellschaftsform hier nennen sollen, die wir jetzt gerade leben. Worauf sich das hier gerade alles zubewegt, das kann ja keiner benennen oder vorhersagen. Das ändert sich doch jeden Tag. Wenn dieses Stück Erschöpfung heißen würde, dann würden wir einen sehr einsamen Mann sehen. Zum Beispiel einen jungen Regisseur oder einen Autor. Kennst du den hessischen Landbuben? Klar. Friede den Hütten, Krieg den Palästen. Georg Büchner. Ich weiß. Sowas musst du mal schreiben. Das hat der Büchner mit 22 geschrieben. Und wie alt bist du jetzt? Kennst du Nietzsche? Ja. Und hast ihn auch gelesen? Ja. Alles? Nein, natürlich nicht. Sag mal, was machst du den ganzen Tag? Wenn da nichts reinkommt, kann da auch nichts rauskommen. Hör mal, du bist nie hier. Ich meine, wir sehen uns einfach nie und das ist auch nicht schlimm. Ich meine, das ist völlig in Ordnung. Niemand sieht sich, zumindest nicht live. Aber ich kann nicht die ganze Zeit hier allein rumhängen. Ich habe nur dieses eine Leben und ich muss versuchen, in dieses eine Leben so viel reinzupacken wie möglich. Ein Leben ist einfach zu wenig und ich habe eins mit dir und ich habe eines mit Stefan. Wer ist überhaupt dieser Stefan? Der ist 10 Jahre jünger als ich und macht diese total wilden, abgefahrenen Performances, veröffentlicht so radikale Kurzprosa auf seiner Homepage und ist irgendwie sensibel. Intelligent, aggressiv, innovativ, witzig, sieht gut aus, ist super erfolgreich und kann total gut ficken und... Und du nicht! Und wenn dieses Stück hier Blutrausch heißen würde und als Hardcore-Aktionskunst-Live-Performance im Sinne der Wiener Schule angekündigt werden würde, dann würden wir hier eine Gruppe Banker, irgendwelche Rentner vorsätzlich falsch beraten und sie um ihre gesamte Rente gebracht haben, mit Schweinegewehren einreichen, nackt aufknüpfen und hier hängen lassen und drauf pissen. Und das wäre dann Kunst. Dann wären diese nutzlosen Schweine endlich mal in einen Sinnzusammenhang gebracht worden. Aber vielleicht wäre es auch interessant, ein Stück zu machen über eine aggressive, revolutionäre... Sie sieht gut aus, ist intelligent, liest komplizierte sozialwissenschaftliche und philosophische Werke, macht Kunst, experimentiert mit Drogen und hat gerne brutalen, innovativen Sex. Irgendwann sollte dieses Stück bei so etwas wie Schönheit und Vergebung ankommen. Aber ich weiß nicht, wie das geht.